Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Super Mario 74 Extreme Edition. Wuchernde Wüste und wir haben immer noch Baustelle? Okay, dann schauen wir mal. Ah ja, da oben, da haben wir auch noch einen. Also scheint, als hätte es mal geregnet und die kleine Oasis überflutet worden. Nun gut, ich weiß schon mal zwei Sterne, was... Drei? Okay. Also im Großen und Ganzen sieht das nach einem Level aus, welches... nicht einmal Safe States benötigt. Also es schaut mir ein bisschen zu leicht aus. Aber gut, vielleicht... Vielleicht kommt das ja noch irgendwann anders. So, die Pockys haben sich vor dem Wasser in Sicherheit gebracht. Naja, das ist eigentlich ein bisschen blöd, aber gut, wenn sie meinen. Na, jedenfalls habe ich auch schon mal 30 sichere Münzen. Hier haben wir drei Chakias. Ja, wobei 35 haben wir sogar auf dem Mittelkonstrukt. Bonks. Drei. Zack. Du verschwindest. Und du gehst baden. Okay. Dann lassen wir euch beide nochmal ein bisschen Feuer spucken. Okay, dann gehen wir halt nochmal baden. Na gut, ich könnte da oben einen Safe platzieren, um den Aufweg mir zu sparen. Sollte ich nochmal vom Feuer runtergespuckt werden, aber... Wow, dass ich hier nicht getroffen wurde, das überrascht mich. So. Dum-dum. Dum-dum-dum-dum. Eins, zwei, drei. Boah, ich stand ja da mal literally auf der Kante. Also nur sollte ich sterben und nur wenn ich wieder ins Wasser falle. Eins, zwei, drei. Komm. Dauert mir sonst zu lang. Das ist doch eigentlich eine Abfolge von ein paar sehr leichten Wandsprüngen. Boah. Boah. Okay, komm. Nein! Nein, das ist doch scheiße. Das ist noch beschissen. Ach, komm schon. Komm schon. Mario? Das ist ja ein Level, das keinerlei Safe States benötigt. Och, Mann. Oh, ich bin drüber gesprungen. Okay, wunderbar. 82. Ein bisschen schneller darf es doch auch gehen. So, immer noch Baustelle. Hoffentlich bald nicht mehr.
Die Hochwasseranlegestelle, das ist da hinten, das Ding, glaube ich. Hm. Ich will mal schauen, was da unten im Geheimgang so vor sich geht. Haben wir da oben einen Stern? Nö, aber wir haben da einen Geheimgang. Ohoho, ohohohoho. Ah, ich sehe schon rote Münzen. Okay, wie komme ich hier raus? Na so. So geht's schneller und einfacher. Na denn, also dann hätten wir das nächste Rätsel auch schon mal gelöst, weil ich mich halt gefragt habe. Wo? Wo sind sie? Aber jetzt, kümmern wir uns mal um dieses gute Stück hier. Ich glaube, ich weiß sogar, was hier zu tun wäre. So. Da drücke ich nochmal auf Saven. Ja, ich lag doch gar nicht mal so verkehrt. Was zum... Okay. Ich bin anscheinend da durch die Wand geglitscht. Aber das wird jetzt auch eine Gaudi, ständig Z gedrückt zu halten. Wenn man hier jetzt so entlang kriecht. Ach. So, warten, bis hier das Feu-Feu weg ist. Vorsichtig. Und auch nicht hier von dem Feuer hier an der Ecke treffen lassen. Das ist ja mal böse platziert. Oh, ich glaube, das könnte gut werden. Ja, immer schön geradeaus. Okay. Ach nee. Ach was? Ja. Boom, Baby. Das ist eine geile Aufgabe. Knifflig, aber nicht zu schwer. Ja, sagte der, der ein paar Safe States gemacht hat. Zweifelhafte Pyramide. Ja, ob das so ist, das ist wirklich zweifelhaft. So, die Anlegestelle. Also wenn hier die Pilze schon so auf dem Silbertablett serviert werden, oder auf dem Serviertablett Silber serviert, ja. Also, warte mal, wir haben hier auch nochmal 1, 2, 3 Piranha-Pflanzen, das sind auch nochmal 15. Dann haben wir 45. Also alleine hier jetzt mit den 3 Piranha-Pflanzen, dem Baumstumpf, den Pockys und den Chuckies da drüben. Wow. Ich sehe schon kommen, also das könnte eine der einfachsten 100-Münzen-Missionen werden. Ah ja. Ich hab's kapiert. Ah. Ich hab kapiert, wie das funktionieren soll. So, da haben wir auch nochmal... Ah ja.
Hier haben wir auch nochmal die Dinger. 5 Münzen und da hinten ist der Zugang zu dem Ding. Ach komm, ach komm, ach komm. Komm. Dankeschön, wir müssen hier hin. Perfekt, und jetzt klingelt das Telefon. Also die haben auch mal wieder ein Timing drauf. Okay, hier bin ich wieder. Dann springen wir mal darüber und da rauf. An dem Turm gibt es bestimmt noch interessante Interessantheiten zu finden, die interessant sind. Ja, genau. Zum Beispiel diese Interessantheiten. Vorsichtig. Hier war doch irgendwo auch mal ein Dingenskirchen. Ich kann da in die Spitze rein. Hoppala. Ja. Na, hat ein bisschen was von Lenti-Levels. Versteckter Einsiedler. Mhm. Na dann rein da. Rein in die Bücher. Hochwasseranlegestelle. Na, einer wird rote Münzen sein, aber was wird der sechste sein? Düdlülülüling. Wie ich das so gesehen habe, dürfte es von den Münzen her, na gut. 3 blaue Münzen, 4 Piranha-Pflanzen. Das sind schon mal 35. Wo gehe ich denn hin? Ich muss da zum Turm. Also 35. Dann haben wir hier auch nochmal 35. Dann sind wir bei 70. Auf dem Turm ist ein Chakya. Wow, ich habe das erste Mal... Habe ich ernsthaft 4-mal Schaden gekriegt? 4 Schadenspunkte. Okay. Naja, mir soll's wurscht sein. La 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 la. Ah ja, okay, das wird okay. Mhm. So. Zurück. Oh. Oh, da ist... Sag... Okay, hier sind auch nochmal 20 Münzen. Huh. Okay. Gut zu wissen. Boah, damit haben wir jetzt... Alter, wir haben 4 Sterne. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich vorhin aufgenommen habe, aber wir haben... Oh, heute geht der Sternenschnitt nach oben. Nicht mehr so geheimes Geheimnis. Das sagt nicht, ich muss auf den Turm da hoch, oder? Ich muss auf den Turm wohl hoch, wieder. Weil wenn es heißt, nicht mehr so geheimes Geheimnis, dann kann es sich ja nur um diesen einen versteckten Stern von damals handeln. Na gut, es gab ja... Gab es da nicht... So. Zack. Vorsichtig darüber und da drüber. Ach Gott, wo ist denn jetzt dieses nicht ganz so geheime Geheimnis? Das gar nicht so geheim ist. Aber ich glaube nicht, dass das die roten Münzen sein werden, oder? Hm.
Okay. Und safen. Zack. Da mal rauf. Ah ja, ich habe da was gesehen. Und da unten ist er. Wow. Ich verstehe, aber der war... Der ist auch sehr gut versteckt. Okay. Uah. Ach, come on. Okay, versuchen wir es mal. Also Rückwärtsseite und da dann einen Wandsprung dran. Komm schon. Und na. Okay, perfekt. Ja. Ich muss mal schauen, wie lang ging denn jetzt, Alter? Wie lang ging der erste Teil? Komm, Eigenschaften. Eigenschaften. 10 Minuten. Boah, Alter, wir haben heute 5 Sterne. Das ist gut. Okay, Freunde, dann sehen wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Wenn wir noch die roten und 100 Münzen sammeln und eventuell dann auch schon hier in den Blumengarten gehen. Oder was es auch immer jetzt sein mag. Ich fürchte mich ein bisschen davor. Tschüss!